So sieht der Sommeranfang in Münster aus. Bei leider regnerischem Wetter versammelte Trainer Ralf Lohse seine Spieler zum Trainingsauftakt. Präsident Georg Krimphove schwor die Mannschaft mit ihren vielen Neuzugängen auf die kommende Saison ein. Etwa 400 Zuschauer boten der Mannschaft und dem Trainer gespannt einen angemessenen Rahmen. Die erste Trainingseinheit verlief locker und wurde mit einem Spiel auf kleinem Feld abgerundet. Im Anschluss unterhielten wir uns mit den Neuzugängen und fragten sie nach ihren persönlichen Erwartungen und Aussichten. Danilo Wiebe, heute jetzt das erste Training für den SC Preußen. Wie hat es dir gefallen? Super, super Stadion. Ist natürlich ein super Platz hier, auf dem wir gespielt haben. Und fürs erste Training, denke ich mal, war es ganz ordentlich und hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Du hast zuletzt in Köln gespielt, über einige Jahre auf jeden Fall für den FC, in der Jugend, jetzt auch in der Regionalliga. Was erwartest du in den Unterschied, der Regionalliga, dritte Liga? Ich denke, dass es alles nochmal ein bisschen körperlicher wird und auch der Fußball ein bisschen schneller wird. Wie genau, werde ich dann erst am ersten Spieltag sehen, wenn ich dann auf dem Platz stehen sollte. Du warst leider lange verletzt letzte Saison. Wie fit bist du? Wieder bei 100%? Ich habe mich in der Sommerpause gut vorbereitet und ich habe mich gut gefühlt jetzt gerade. Bin topfit, denke ich. Du spielst defensives Mittelfeld. Ist das so die Position, wo man dich erwarten kann, hauptsächlich? Ich denke, das ist meine Position, die mir am besten liegt. Wo der Trainer mich dann einsetzen wird, das wird er selber entscheiden, wo er meine Stärken sieht. Aber von mir aus würde ich schon sagen, dass ich auf der 6 am besten zu gebrauchen bin. Wo siehst du deine persönlichen Stärken? Kopfball, Pässe, Zweikampf? Ja, ich denke, ich kann defensiv, ja, was man so unter Abräumen vor der Abwehr ein bisschen beschreiben könnte, das kann ich sehr gut. Ich denke, dass ich laufstark bin und dadurch auch viel kaputt machen kann, aber auch im Spiel nach vorne denke ich, dass ich das Spiel nach vorne treiben kann mit Pässen, mit dem Aufbauspiel, mit den Innenverteidigern zusammen. Ja, Benjamin Schwarz, heute neu in Münster, kann man sagen, das erste Training, wie war's? War schön, jetzt nach langer Zeit mal wieder, nach einer langen Pause, mal wieder auf dem Platz zu stehen. War anstrengend, aber ich glaube, jeder hat jetzt erwartet, dass es endlich losgeht und ja, wir freuen uns. Ja, du kommst ja aus München, hast für 60 und Aachen gespielt. Wie ist es dann nochmal nötig des Weißwurst-Äquators? Ja, ist natürlich für mich auch eine Umstellung. Ich habe jetzt nur bei 60 und Aachen gespielt. Bin jetzt auch schon 28 geworden, das erste Mal wegziehen aus München und ja. Aber es ist für mich eine neue Herausforderung und wir haben eine sehr gute Mannschaft und hoffen, dass wir eine gute Saison spielen. Schon eine Wohnung? Nee, ich wohne noch im Hotel, aber bin da natürlich auf der Suche. Aber jetzt, wie gesagt, Unterhaching seid ihr ja leider abgestiegen. Wie hoch ist noch der Frust bei dir deswegen? Ja, es hängt natürlich schon ein bisschen nach. Ich glaube, keiner will gerne absteigen, ist in seiner Vita stehende Absteiger. Aber das muss man jetzt so schnell wie möglich oder ist ja auch schon abgehakt. Und jetzt hat man neue Herausforderungen, neue Ziele und ja. Ich habe schon gerade hier gesehen, die Leute, die da waren, du bist klassischer Linksfuß, hast du ja auch des Öfteren auf der linken Verteidigungsposition, aber ja auch im defensiven Mittelfeld. Was spielst du denn lieber? Genau, ich war eigentlich nur Linksverteidiger lange Zeit, dann hat sich das die letzten Jahre so entwickelt, dass ich dann öfters bei Haching auf der 6 oder auf der Innenverteidigungsposition ausgeholfen habe. Mir ist es eigentlich egal, Hauptsache ich spiele und das glaube ich, das ist wichtig. Was sind deine Erwartungen hier in Münster? Ja, ich will mich natürlich durchsetzen. Ich denke, der Konkurrenzkampf wird hier hoch sein. Aber vor allem, wir wollen zusammenwachsen. Das ist erstmal ein gutes Klima schaffen und dann natürlich ein sehr gutes Saisonspiel. Ja, Jesse Wassenfels, heute in Neuen Münster, kann man sagen, das erste Training. Jetzt hast du 20 Tore geschossen in Regionalliga. Werden wir dich jetzt auch im Sturm immer sehen oder gibt es eine andere Position? Ja, ich bin gespannt. Ich kann verschiedene Positionen spielen, links, rechts, vorne drin, hinter der Spitze. Also ich glaube, ich kann von überall Tore machen, hoffe ich. Gibt es da vielleicht eine Erwartungshaltung auch von dir? 20 Tore schießt man ja auch nicht jedes Jahr, dass du denkst, oh, das muss auch so jetzt in der dritten Liga ähnlich sein? Nein, ich habe mir keine Quote ausgesucht, die ich erzielen möchte. Einfach hier erstmal ankommen und dann schauen, wie viel ich machen kann. Du hast ja auch in Gladbach gespielt, glaube ich, in der Jugend, dann bei Schalke. Was ist so der Unterschied zweiten Mannschaften oder dann hier bei einer ersten Mannschaft das zu spielen, wie in Lotte zum Beispiel auch, oder jetzt hier bei Preußen? Ja, in Gladbach bin ich als 18-Jähriger in die U23 gekommen. Da wird nochmal ein anderer Fußball gespielt, spielt man noch mit Gleichaltrigen in der U23. Hier ist das Tempo viel höher und robuster, der Körpereinsatz. Und da muss man sich, glaube ich, auch erstmal dran gewöhnen. Also, du kennst das Preußenstadion schon, dass du hier mit Lotte Pokal gespielt. Wie viele Leute haben dich da jetzt schon drauf angesprochen in den letzten Tagen? Ja, schon einige aus der Mannschaft auch, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, dass es hier hingeht. Aber gerade so ein Pokalspiel gegen Leverkusen hättest du wahrscheinlich gern gehabt. Ja klar, das macht jeder, glaube ich, gerne. Gegen Leverkusen wäre schon top gewesen. Was sind jetzt deine Ziele beim SC Preußen?
ja, am liebsten natürlich so viel spielen wie möglich, Stammspieler werden und meinen Teil dazu beitragen, dass wir hier erfolgreich sind. Niklas Lomb, heute neue Mütze, die neue Nummer 1 zumindest, steht so auf dem Trikot drauf. Ja, was ist dein Ziel, lieber Preußen? Ja, ich möchte mit der Mannschaft eine möglichst erfolgreiche Saison spielen und mich natürlich auch in der Mannschaft dementsprechend einfließen. Du hast letzte Saison schon mal in Halle gespielt, zumindest in der Rückrunde. Da kennst du ja das Klima in der dritten Liga. Wie war das so für dich? Ja, ich habe da vorher 2 Jahre lang nur Regionalliga gespielt. Und das ist schon nochmal ein anderes Tempo gewesen. Aber ich denke, ich habe mich da gut eingefunden und gut zurechtgefunden auch. Und möchte halt hier mit dem Verein eine möglichst gute Rolle in der Saison spielen. Jetzt bist du ja von Leverkusen nur ausgeliehen. Wie ist das so, wenn man weiß, man spielt jetzt ein Jahr in Münster, aber muss eigentlich dann wieder zurück? Ist das so was anderes dann, als wenn man fest für einen Verein spielt? Ja, im Moment befasst man sich nicht. Also man ist natürlich jetzt so gewesen, als es dann so war, ausgehandelt wurde, dass ich halt Leverkusen verlängere und dann nochmal ausgeliehen werde hierhin. Aber jetzt befasse ich mich damit nicht. Jetzt bin ich Preuße, spiele für Preußen und will eine möglichst gute Saison spielen. Und da spielt es jetzt in meinem Kopf erstmal keine Rolle, ob ich wie es dann nächste Saison weitergeht. Im Fokus steht jetzt erstmal diese Saison und die wollen wir möglichst gut abschneiden. Wie siehst du den Zweikampf mit deinen Kollegen oder Dreikampf, muss man ja ehrlich sagen? Ja, es ist ein Konkurrenzkampf, der aber ein Profifußball dazugehört. Den muss man auch annehmen können, aber das ist ja normal. Also das heißt zwar auf dem Platz ist man Konkurrent, aber das heißt ja nicht, dass man sich irgendwie privat oder sowas hassen muss. Deswegen wird das ein gesunder Konkurrenzkampf und ja, ich freue mich, meinen Teil dazu beizutragen. Felix Müller, heute jetzt neu beim SCP. Ja, wie hat es dir gefallen, so die ersten Tage? Ja, super. Also es macht Spaß, auch mal vor ein paar Zuschauern hier zu trainieren. Nach der Sommerpause war es, denke ich, eine knackige Einheit auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich, die Mannschaft mal kennengelernt zu haben und freue mich auf die Saison schon. Das heißt, in den nächsten Tagen wird es jetzt schwieriger, da gibt es wahrscheinlich viel Lauftraining. Ja, davon gehe ich aus, aber ich denke, das ist auch die Grundlage für eine lange Saison in der dritten Liga und das ist auch wichtig für jeden Spieler, denke ich. Linker Verteidiger ist, glaube ich, deine Position. Wie siehst du dich da? Ja, sehe ich auch so, dass das meine Position ist und ich hoffe, dass ich die hier in Münster ausfüllen kann und versuche da über die linke Seite Dampf zu machen. Du hast jetzt in Mainz gespielt bei der zweiten Mannschaft. Habt ihr zwar auch in einem sehr großen Stadion gespielt, da am Bruchweg, aber es waren nicht so viele Zuschauer da. Wie ist das eigentlich immer so, wenn man so ein Stadion spielt, wo 15.000, 20.000 Leute reinpassen, dann sind immer keine Tausend da? Ja, das ist nicht so schön. Deshalb bin ich auch froh, hier zu sein. Ich denke, dass hier dann auch mal mit 18.000 Zuschauern zu rechnen ist und darauf freue ich mich schon. Und wie hast du so Preußen-Münster bisher wahrgenommen? Ja, super. Also wie man das hier sieht, sowas gab es in Mainz nicht bei der zweiten Mannschaft. Das ist ein ganz anderes Umfeld, viel professioneller, was hier auch mit der Presse los ist. Also es ist schon ein großer Schritt von der zweiten Mannschaft hier zu so einem Traditionsverein. Was sind deine persönlichen Ziele jetzt in Münster? Ja, mein Ziel ist auf jeden Fall, mich da festzuspielen links hinten und da eine gute Runde mit Münster zu spielen und dass wir dann am Ende auch oben mitspielen können. Jetzt haben wir hier zwei Jungs stehen, die schon ein bisschen länger bei Preußen sind, aber trotzdem neu in der ersten Mannschaft. Leon Schwers und Lennart Stoll. Leon, du hast jetzt ein Jahr in der U19 gespielt und du bist, und der Lennart ist schon ein bisschen länger beim SCP. Ich glaube, er ist sogar der einzige gebürtige Münsteraner bei Preußen jetzt. Ist das so richtig? Weißt du das? Ja, also bisher kenne ich auch noch keinen anderen, aber ich glaube, dass ich der Einzige bin, ja. Das ist was Besonderes für dich? Preußen zu spielen als Münsteraner? Ja, auf jeden Fall. Als Münsteraner ist es natürlich eine ganz besondere Ehre irgendwo. Man kennt ja viele Leute und hat viele Freunde, Familie, ja, das ist schon. Herr Leon, du kommst aus Dortmund eigentlich. Bist du jetzt in Münster heimisch geworden oder fährst du jeden Tag aus Dortmund? Also ich wohne noch in Dortmund, fahre jeden Tag hier hin und dann mal gucken. Habe ich ja gerade schon gesagt, dass vielleicht bilden wir vielleicht mal eine WG zusammen und dann mal gucken. Und was sind da neue Ziele jetzt? U19 ist mit sich noch was anderes wie jetzt überhaupt der Seniorenbereich. Ja klar, also wir sollten uns erstmal hier integrieren, von den alten Spielern lernen und dann halt uns dem Niveau anpassen und dann vielleicht irgendwann mal auf Spiele hoffen bzw. darauf hinarbeiten, dass wir irgendwann mal spielen. Und wie siehst du das? Ja, das sehe ich ähnlich. Also ich denke, dass wir sehr viel lernen können von den etablierten Spielern. Wir sollten versuchen, alles aufzusaugen und dann auf unsere Chance einfach warten und die dann nutzen. Gut, jetzt kennen die meisten Preußen-Fans euch ja natürlich noch nicht so gut. Wo spielt ihr denn ungefähr? Was ist denn eure Position? Ich bin meistens Innenverteidiger, also das ist auch meine Vorliebe in der Hinsicht. Aber ich kann auch Außen- oder auf der Sechser-Position spielen. Ja, ich spiele im offensiven Mittelfeld, am liebsten im Zentrum, aber auch Außen oder ganz vorne. Aber ganz vorne hat man dich ja jetzt in A-Jung oft gesehen. Ich glaube, 7 Tore. Warst du mit zufrieden? Ja, auf jeden Fall. In der Rückrunde lief es dann nicht mehr ganz so flüssig wie in der Hinrunde, aber doch bin durchaus zufrieden damit, ja.
Allgemein lief es aber, glaube ich, in der Rückrunde besser, weil ihr habt ja ganz zum Schluss dann noch den Abstieg vermieden, obwohl ihr lange auf dem Abstiegsplatz war. Wie groß war die Feier dann danach? Die war sehr groß. Also die Erleichterung auch allgemein, am letzten Spieltag gegen Borussia Dortmund das zu schaffen. Da ist uns echt ein Stein vom Herzen gefallen in der Hinsicht. Und dann, ja, wir haben dies ordentlich gefeiert, wenn ich das so sagen kann. Du auch, obwohl du ja dich leider da verletzt hast im Spiel. Ja, genau. Das war ein bisschen blöd, aber ich konnte dann doch noch zur Feier dazustoßen und ja, hab's genossen, dann auch nach der harten Saison ein bisschen feiern zu können. Ich glaube, für dich war es besonders, gegen Dortmund dann zu gewinnen? Ja, klar. Also Dortmund war schon echt eine Hausnummer für mich. Und dann auch, da kannte ich auch ein paar Spieler von klein auf. Und dann gegen die zu gewinnen und dann noch den Klassenerhalt zu schaffen, ist natürlich etwas ganz Großes. Ich habe das mal gesehen bei der A-Jugend bei 2-3 Spielen. Ich glaube, der Einwurf ist, glaube ich, eine besondere Spezialität von dir. Ja, das stimmt schon. Also ich kann da schon ziemlich weit werfen. Also ich habe da auch in ein paar Spielen ein paar Sachen vorbereitet. Also das war ganz gut. Ist wie eine Ecke. Übst du das? Nein, ich weiß auch nicht, woher ich das kann, aber irgendwo, ich kann es einfach. Hast du schon mal jemanden gesehen, der so weit werfen kann? Also gesehen vielleicht irgendwo mal im Fernsehen, aber auf jeden Fall noch nicht mit zusammengespielt. Ne? Jetzt habt ihr ja, wie gesagt, eine ganz ordentliche Saison gespielt mit der A-Jugend. Seid am Ende, glaube ich, 12. geworden, 11. Irgendwie so, ja. Und jetzt sind es ja noch vier andere Spieler von euch, die jetzt in der U23 spielen. Wie ist da der Kontakt untereinander? Ja, also momentan, ich habe noch zu ziemlich vielen Kontakt, zu Dominik Voss am meisten. Und ja, wir sind halt weiterhin Freunde. Und dann mal gucken, vielleicht stoßen sie ja auch irgendwann mal dazu. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere auch noch dazu stoßen könnte. Und ja, der Kontakt ist natürlich weiterhin gegeben.